Hallo und willkommen zurück zu King Arthur, Ninth Legion. Und wir sind weiter in den Höhlen der Zähne und Klauen und sind hier drei Banshees oder irgendwie sowas am Niedermetzeln. Eine ist platt und wir sind auf dem Weg zur nächsten. Die konnte beim letzten Mal nicht so wirklich viel. Die ist ja eine Runde tot gewesen. Oh, da bekommen wir zusätzliche Aktionspunkte. Kommt die alleine, oder? Okay, ist einfach nur abgehauen. Hm. Okay. Natürlich mehr Aktionspunkte. Look, Brothers. Ja, wir sollen ihr hinterher, aber wir wissen ja gar nicht. Naja, okay, da ist sie jetzt einfach eingetragen worden. Hm. Ein Hinterhalt. Okay. Das sind Giftexplosions Skelette. Das heißt, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Die sind alle toxisch. Das heißt, da können wir jetzt gar nicht so toll metzeln. Ich habe eine Idee. Wir haben ja hier eine Menge Punkte angesammelt. Wir werden jetzt Folgendes. Ne, Moment, die ist da raus. Dann wird die aber bestimmt hier wieder zu. Ich weiß nicht, ob die sich da jetzt zurückbewegen kann. Oder ob die an der Grenze jetzt steht und dann. Okay. Dann werden wir uns hier hinbewegen und die auf dem Weg versuchen zu erledigen. Und dazu. Fangen wir mal hier an. Ne, machen wir erstmal den. So. Darüber. Der kann weg und könnte den wahrscheinlich sogar direkt erstechen. Noch nicht ganz. Okay. Aber dann machen wir mal den an. Die müsste. Das wäre eigentlich auch als Todesstoß ganz gut. Dann müssen wir mal schauen. Es kann sein, dass der jetzt versehentlich wen umlegt. Okay. Einmal dahin, dann den hinterhalten. Stay still. Ja. Dann dahin. Okay. Der könnte jetzt da noch weg, aber dann kriegen wir den nicht mehr weg. Mhm. Den kriegen wir auch nicht mit einem Angriff kaputt. Was machen wir mit dem? Deeds, not words. Wir müssten. Ich kann den. Ja, das ist ein bisschen. Ein bisschen blöd. Also wir könnten. Der würde dadurch auch nicht sterben. Dann machen wir den drauf, den und nehmen wir den noch. Naja, okay, das hat ja geklappt. Das heißt, der wäre sogar weg, ohne dass wir da was für machen müssten. Den könnten wir eventuell. Ja, der müsste mit Abschlachtung sterben. Wunderbar. Das heißt, der kann weg. Hm.
Jetzt müssten wir da aber durch. Wir könnten... Orders? Wie kriegen wir den am besten los? Ohne dass wir dahin müssten. Wir könnten natürlich mit dem da angreifen direkt, dann wäre er weg, aber der kann halt ansonsten nicht viel machen. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn der jetzt da noch wild rumschießen würde. Die kann da nichts machen. Okay, dann wird der jetzt da seinen Laser verballern. Auch wenn das ein bisschen Verschwendung ist, fürchte ich. Mhm, da können wir jetzt normal weg. Dann mache ich aber auch nicht den Laser da, sondern hier. So. Und nach hinten. Okay. Dann haben wir die. Die würde den wahrscheinlich direkt zerlegen, also dürfen wir das nicht. Die geht hier ins Feuer. Okay. Bleibt der noch? Der kann jetzt da sicher vorbeilaufen. Wir dürfen. Ja, genau, da muss der hin. Und dann haben wir hier noch. Den brauchen wir nicht. Den greifen wir einmal an. Den greifen wir zweimal an. Eins. Okay. Dann. Ja, da gehen wir jetzt auch kurz ins Feuer. Und die können da unten nicht angreifen. Okay. Das passt doch. Bams. So, mal gucken, was die da jetzt macht. Ob die da hinten festhängt. Kann sein, dass das ein Fehler ist. Und wir die dann irgendwie da jenseits der Grenze bekämpfen müssen. Wäre schon ein bisschen seltsam. Okay, ja, und der, der wird sich da jetzt mit Sicherheit was einfangen. Naja, der geht drauf. Ich könnte den, wenn der drauf geht, machen wir erstmal den. Und dann auf Seite. Der wird auch explodieren. Den können wir aber jetzt auch nicht. Doch. Wir könnten den hier... Also gehen wir jetzt ins Feuer. Dann stupsen wir den einmal weg. Und dann machen wir jetzt eine Kettenreaktion. Naja, wobei der wahrscheinlich nicht sterben wird. Okay, wir greifen jetzt. Wir könnten eventuell den auch noch einmal angreifen. Oder zweimal. So, wenn der jetzt das macht. Ah, das war jetzt nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ist in Ordnung. Gerade das mit den 1 ist natürlich blöd. Now you die. Gut. Dann. Quatsch. Bams. So. Den können wir nicht mehr erledigen, weil wir haben keine. Keine Fernkampfsachen mehr. Wir sammeln jetzt hier diesen Kram ein.
und gehen nochmal ein Stück zurück. Die Gegner kommen sowieso nicht zu uns hin. Dafür sind die zu langsam. Wir könnten natürlich gucken. Dass die sich hier so ein bisschen versammeln. Ja, machen wir mal so. Ja, passt. Stay still. Vorbereiten. Aha. Und auf Seite. Dann muss der... Moment, der muss noch eins weiter auf Seite. Der muss den jetzt schubsen. Dann müssen wir... Die gehen nicht. At your service. Töten wir den. Oder... Ja, mach mal so. Aber das machen wir hier mit. So. Sehr schön. Krachbums. Da hinten ist noch zwei weiter. Eins, zwei, drei, vier. Hätte den Angriff wahrscheinlich erst nachher machen sollen. Weil ich hab jetzt natürlich... Doch, ich kann dann mit dem weiter. Zurück. Ja, das war nicht ganz optimal. Aber den können wir trotzdem hiermit erschießen. 1, 2, 3, 4, 5. Naja. Optimal ist anders, aber... Der kriegt halt jetzt das Feuer drauf. Wieso kann ich da nichts hinwerfen? Weil der Vogel fliegt? Das ist ja dumm. Okay. Ja, keine Ahnung, ob der jetzt dahin läuft. Wir werfen das mal dahin. Raise the Aquila higher. Ja, das kann natürlich jetzt sein. Hat geklappt. Okay. Da gehen wir doch erstmal weg. Ah ja, okay. War nicht Teil des Kampfes. Also kein Fehler. Was hat sie jetzt für uns? Vier Banshees. Todesfeen. Jetzt ist Agota auch im Kampf. Die haben alle unterschiedliche Cooldowns. Und wir sind noch geschwächt. Die Schwächung kommt aber wahrscheinlich ja daher. Okay, das ist jetzt ein bisschen fieser. Da ist anscheinend eine Stelle, wo man nicht hin darf. Mal gucken,
Dann ziehen wir die erstmal ran. Upp. So, Nummer 1 erledigt. Dann werden wir hier jetzt mal die Doppelgänger rausholen. Weil ich glaube, die können gegen diese Gegner ganz ordentlich Verwirrung stiften. Wir können mal schauen, ob wir da noch wen angreifen können. Also hiermit auf jeden Fall. Dann müssten wir noch zwei Felder weiter nach oben und dann. So, noch eins. Eins, zwei, drei, vier. Dann rufen wir die auch direkt noch. Und dann laufen wir wieder. Oder gehen wir erstmal hier zurück. Okay. Dann könnten wir da einen Laser durchhauen. So. Mhm. Dann dahin. Eins, zwei, drei. Dann gehen wir einfach nochmal eine Runde. Mhm. Und auch zurück. So, das ist die nächste Attrappe. Wir ziehen aber erstmal den zurück. Stunnen den. Das hat aber nicht gestunt. Okay, ausweichen. So, die nächste Attrappe, die kommt jetzt. Wir machen erstmal den. Der kommt dahin. Und er kann da sogar noch einen weiter wegziehen. Den da. Kann aber nichts weiter machen. Okay. I fight for eternal Rome. Das sieht zwar jetzt nicht nach viel aus, aber ich glaube, das war schon eine ziemlich gute Vorbereitung. Die sind jetzt alle schon etwas angeschlagen, geblendet, ja, die jetzt nicht. Und die sind natürlich mit den Doppelgängern beschäftigt. Ja, und die verballern jetzt diesen Quatsch da drauf. Aber da ist ja noch einer. Ja, sehr gut. Ah, okay, das war. Da war die Reichweite etwas höher als gedacht. Na gut. Ich will da aber eigentlich jetzt noch nicht hin. Wir gehen mal weiter weg. Der könnte den zwar angreifen, der käme aber auch kaum noch weg. Der kann nichts machen. Die kann da nichts machen. Der könnte auf jeden Fall da wen abmetzeln. Der wird ja günstiger. I'll be quick.
Muss aber jetzt dann auch wieder gehen. Naja, wir haben halt noch dieses Ding da. Ich kann mit dem theoretisch, ja, den vielleicht sogar töten. Naja, es wird nichts. Das ist zu wenig. Ich hätte den stunnen sollen. Naja, okay. Wir laufen da jetzt drüber. Der hatte auf jeden Fall dieses Ausweichen-Dingen an. Mit dem gehen wir ein bisschen nach... Ne, gehen wir nicht. Ich gehe mit dem ein bisschen nach vorne, dann kann der eventuell Schüsse einstecken und wegblocken. Okay. I am with you. Ja. Ja, das hat ganz... Naja, einer ist durchgegangen, aber es hat an sich schon funktioniert. Okay. Hallo? So. Dann... Ich weiß gar nicht, ob man die Schwäche... Nee, wird man nicht klären. Ich probier's mal, weil die sowieso nichts anderes machen könnte. Naja, wir haben... Aber es ist eine aktive Aura, das wird keinen Sinn machen. Also wir könnten den jetzt noch platt machen, ohne Probleme. Aber wir stünden natürlich dann auch direkt am Gegner dran. Naja, wir gucken mal. Ich meine, irgendwie müssen wir ja hier loslegen. Da kann man nicht hin. Eins, zwei, wirken. Naja, minus eins. Naja, komm. Ruff. Könnten wir auch Hinterhalt metzeln? Probieren. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich guck mal. Der müsste dahin. Aber den kriegen wir jetzt auch an sich nicht tot. Also ich würde jetzt eher gucken, dass wir... Dass wir den auch direkt zerlegen. So, müssen wir da hinten... Vielleicht kann der das auch im Vorbeilaufen machen. Mal gucken. 18. Okay. Da ist jetzt natürlich nichts mehr übrig. Das würde hier auch nicht reichen. Das wäre jetzt ein Hinterhalt. Auch das reicht nicht. Dann fangen wir hier einfach nur mal an. Was machen wir aber? Oder doch. So. Okay. Eisregen. Okay, der wird sich erstmal noch mal einmal Rüstung dazu holen. Bumm.
Und dann... jetzt habe ich die natürlich gegen die Wand gekickt. Das war vielleicht nicht so klug, weil jetzt kann ich die auch... Ah doch, das ist auch Hinterhalt. Das heißt, von da aus kann ich jetzt auch hinterhalten. Aber es reicht noch nicht. Da ist noch was übrig. Kriegt die das jetzt noch erledigt? Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht ist da auch Hinterhalt. Müssen wir mal gucken. Your time has come. Stochern wir da mal ein bisschen drin rum. Na, das geht immer noch nicht. Okay. Naja, okay. Verblutet. Okay. Dann weiter geht's. Du. So, da müssen wir durch. Kann er reden? Ne, hier kann keiner reden. By Vesta's flame. Ein paar Knochen. By Lupercus. We served our pay. Okay, da haben wir dann auch schon die letzte davon anscheinend. Ein paar mehr. Bogenschützen. Kämpfe gegen Güter. Aber nur 360. Hat Massensegen, Massenschaden. Naja, okay. Die werden wir wahrscheinlich nicht ranziehen können. Vermute ich jetzt mal. Ich kann es aber mal gucken, ob das geht. Doch, das geht, das geht, das geht. Dann komm her. Okay, dann gehen wir wieder. Eins benutzen macht, glaube ich, wenig Sinn. Wir müssten idealerweise da direkt die Rüstung reduzieren. Also das hat ja sowieso schon. Egal, machen wir trotzdem. Einmal so. Dann der könnte theoretisch auch noch das drauf machen. Noch das. Wir könnten auch hin und niederschnibbeln. Der wäre dann auch mit Sicherheit sofort tot. Da ist eventuell noch mehr, vielleicht aber auch nicht. Das hier sind... Das ist zu wenig. Also mit dem Schnibbeln, das würde auf jeden Fall klappen. Das klappt. Ja, komm, dann machen wir das auch. Lalalala. Schnapp. Was ein Overkill. Ich bin schon tot. Lass mich sterben. Okay. Dann. Machen wir den noch an.
Jetzt können wir aber leider eben uns da nicht mehr irgendwie verschanzen oder so. Die werden jetzt wahrscheinlich den hin und her ziehen. Ich krieg von denen niemanden mehr ausgeschaltet. Der könnte zu jemandem hinlaufen. Wir können dem... Ja, wir können den auch buffen und quasi bereit machen, dass der ein paar Schläge einstecken kann. Aber für den wird das jetzt ein bisschen unangenehm, glaube ich. So rum. Wen wir da angreifen, ist eigentlich auch egal. 1, 2, 3, das machen wir auch noch. Und dann hier in die Ecke. Okay, das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden. Ah, die machen 2 davon weg. Ja, ihr habt halt auch eine böse Reichweite. You hit me fair. Okay, der hat überlebt. Und jetzt ist der Tag der Abrechnung gekommen. Dann machen wir mal erstmal den an. Und dann erstmal, ich meine, der kann ja auch, wenn der den angreift von da aus, na, das war leider zu wenig, kann der den, der kostet immerhin nur 3, der müsste eigentlich Abschlachtung machen, oder nicht? Das war jetzt aber sehr enttäuschend. Das macht keinen Sinn. Nochmal da einen normalen Angriff drauf. Das ist der jetzt weg. Da geht auch nicht mehr. Ah, die gehen. Okay. Und da könnten wir den noch stunnen. Das macht auch noch ein bisschen Schaden. Orders. Ist noch kein Hinterhalt. Schnipp. Schnapp. Und Schnipp, Schnapp. Das kostet jetzt 2. Na, er kann zumindest schon mal dahin, aber das bringt halt nicht wahnsinnig viel. Naja, wir machen es mal. So.
Der ist gestunt für eine ganze Runde. Wir könnten mit dem da hoch. Und die liegt auch. Okay. Na, der ist natürlich da jetzt mit dem Rücken zugewandt, aber das ist in Ordnung. Und wir können auch die eine hier direkt zerlegen. For Eternal Rome. Okay, bleibt noch da was. Naja gut, dann ist er kaputt. Da können wir jetzt eh sonst nicht viel tun. At your service. Da stellen wir mal wen vor. Ja, okay. You got me good. Na gut. Da kommen wir nicht mehr hin. Da müssen wir jetzt mal schauen. Kann die da nicht mehr angreifen. Also der... Der lebt noch. Aber vielleicht kann ich den... Den kann ich auch nicht auf Seite stellen. Da ginge es. Eins. Zwei, drei. Vier. Okay. Jetzt du noch. Den ganzen Kram brauchen wir. Eventuell kommt danach noch ein Kampf. I serve the ninth legion. Aber ich komme jetzt auch nicht. Doch, die kann noch ewig laufen. Dann gehen wir mal darüber. So. Okay. Na, jetzt haben wir nochmal Töte die Schwestern, also da kommt noch ein Kampf. Mhm. Da kommen wir nicht durch. Wir können aber jetzt hier trotzdem einmal rasten, weil da kommt nichts mehr. Und vielleicht haben wir hier irgendwie irgendwelche Boni, die aktiv werden. Oder. Ja. Da kommen wir her. Ist auch vorbei. Konnte man hier hin? Ne, das ist halt eigentlich auch wieder natürlich ein anderes Level gewesen. Naja, das hat aber in dem Level jetzt keine Bewandtnis. Es kann sein, dass wir wieder, also wenn das drei Schwestern sind, dass wir die wieder in der Reihenfolge platt machen müssen oder irgendwie sowas. Vielleicht aber auch nicht. Die halten jetzt alle nichts aus und wir haben sie auch. Die haben aber jetzt höhere Resistenzwerte.
Und wir haben Minusschaden. Wer hat denn hier Massenschwäche? Nur die. Können wir die vielleicht... Die können wir trotzdem ranziehen, obwohl die 170% hat. Okay. Na, das ist so viel. We just want to steal your souls. Stay still. For the Ninth Legion. Okay. Nummer 1 ist in die hoffentlich ewigen Jagdgründe eingetreten, ist aber noch da am pulverisiert sein. Okay, vielleicht müssen wir sie doch alle gleichzeitig töten. Muss ich die... da. Aber die wird mit Sicherheit nicht umfallen, ja. Okay, dann werden wir hier einmal den werfen. Und dann 1, 2, 3, 1, 2. Ja, mehr geht nicht. Okay, naja, da gucken wir mal, ob die jetzt wiederkommt. Das sollte aber mit den paar Lebenspunkten auch kein Problem sein, dass wir die alle drei gleichzeitig platt machen. Wenn die da jetzt wieder auftreten soll, auf zurückkommen sollte. We live to suffer. Noch ist da jedenfalls nichts. Güter, Agnes. Nehmen wir... Die ist jetzt sogar mit dem Rücken weggewandt. Okay. What is your command? Gucken wir mal, ob das so... Na, wahnsinnig viel Schaden ist das nicht. Mhm. Na, immer noch 60. I know no mercy. Wir können da sowieso nicht mehr machen. Also mach mal den. Wenn wir Glück haben, ist das dann halt doppelter Schaden, aber. Ne, ist es nicht. Demons? Where? Ja. Schmerzen. Geht so. Kann der. Ja. Hin. Okay. Hätte ich auch anders stellen sollen. Ich meine, das ist sowieso das Letzte. Machen wir den jetzt weg. Stopp. So. Dann mal gucken. Wachtangriff. Massenheilung.
Die Masse ist da jetzt nicht mehr übrig. Okay, da ist das ist jetzt eher unspektakulär. Also da mussten wir nicht irgendwie was besonders machen. Naja, okay. Oh, jetzt transformieren sie sich zusammen in eine Superhexe. Okay, also war cool. Mal was anderes. Töte die Manifestation des Chaos. Okay. Was kann die denn? Schieß mehrere magische Pfeile ab und versucht einen Zug lang Frost. Drei Züge lang eine Giftwolke. Ein Blitz dabei. Bei vier Fällen versucht einen Zug Schaden. Einen verlorenen Bogenschützen. Jetzt habe ich natürlich leider das hier verbraten. Das heißt, jetzt müssen wir die doch normal töten. Ich weiß nicht, ob die Dinger explodieren oder so, aber wir machen das mal. So, das können die anderen da auf jeden Fall durch. Und ich meine, wir müssen da eben jetzt so oder so draufhacken, was geht. Groß mit Taktik ist da jetzt eigentlich nicht. Wir können erstmal versuchen, die Rüstung hier runter zu bekommen. Die Rüstung runterbekommen machen wir eigentlich am besten mit dem. Der läuft einfach da nach vorne drauf. Der muss jetzt so weit nach vorne gehen, dass er springen kann. Ach, der hätte auch dahin gekonnt. Naja. Na, da wäre mehr gegangen. Okay. Dann. We are the Ninth Legion. Bad omen, yeah. Da gehen wir auch nach hinten. Nochmal drei. Wir rufen erstmal die. Der jetzt gleich noch ab. So, not words. Da drauf. Dann dahinter. Ach, die kann er halt trotzdem einfach. Okay, naja, hauen wir einfach jetzt alles drauf. Und einmal gucken, was die jetzt da so tut. Feuersturm. Passiert aber ja jetzt noch nichts. Der Armbrustschütze ist auch eigentlich ziemlich egal. Das ist auch gut. Okay. Und der wird jetzt von den Vögeln schon kaputt gemacht. Naja, okay. Wir müssten jetzt... Wir machen mal den damit kaputt. Das ist noch kein Hinterhalt.
Und ich will auch den dem anderen den Hinterhalt nicht verbauen. Na gut, da kann man immer noch weglaufen. So. Dann läuft der dahin. Bevor wir da aber angreifen, schießt erst noch der seine Angriffe da rein. Doppelter Schaden. Okay, und bevor der angreift, greifen wir mit ihr an, aber von da aus. Mehr haben wir jetzt nicht mehr übrig. Naja, okay. Naja. Das war zwar schon gut Aua, aber noch nicht genug Aua. Don't wait for my orders. Aber ich gerate jetzt auch noch nicht in Panik. No more mistakes. Okay, die ist umgefallen. Und weg. Und da ist sie wieder. Was? Folge der Manifestation des Chaos. Da haben wir noch einen Kampf hinter. Okay. Dann hätte ich das vielleicht doch etwas anders angegangen. Dann sollten wir auf jeden Fall erstmal rasten gehen. Wir haben da unten zwei Rastplätze. Die sollten wir dann mal nutzen. Falls das nicht nur noch ein Abholen ist, das kann natürlich auch sein, dass da gar kein Kampf mehr ist. Dass sie dann nur noch sagen, ja, tut mir leid, weil es nicht so gemeint. Ja, das ist natürlich jetzt eine etwas müßige Lauferei. Wir hätten natürlich auch noch die ganzen Tränke, die wir theoretisch verballern könnten. Also, das Potenzial ist da. So, erster Rastplatz. Jawohl. On the prowl again. Das heilt aber auch schon eine ganze Menge, also. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Und dann ist sie auch fast voll, oder wenn die nicht sogar voll ist. Die Höhlen der Zähne und Klauen. So, nächster Rastplatz. Jawohl. For a moment I thought my heart was beating again. Okay, alle wieder voll. Dann geht es wieder zurück. Da mache ich jetzt einen kurzen Schnitt. Kleinen Moment. So. Hier oben sind wir wieder. Ich hatte außerdem hier unten noch einen kleinen Weg gefunden. Das war aber dann direkt eine Sackgasse. Also da war nichts. Dann werden wir jetzt nochmal die Manifestation des Chaos aufsuchen und fragen, ob sie nochmal kämpfen will. Oder ob sie genug hat.
Ja, okay. Na, die sehen jetzt nicht danach aus, als wenn die da nur Beifall klatschen würden. Also, das wird wohl nochmal. Das nehmen wir uns zum Beispiel mal mit. Ne, die sind aber in diesem Moment blau. Ja, gut, gucken wir mal. Hallo. Die sind einfach nur da zum Sterben hin, oder was? Ah, okay. Und die haben sich jetzt ja nur noch in Gräten verwandelt. Okay. Naja. Ja, ohne Dialoge ist das irgendwie unspektakulär an der Stelle. Das ist so ein bisschen, ja, Theater. Naja, gut. Dann Mission beenden. Und dann gucken wir mal, ob wir damit wieder was Neues oben freigeschaltet haben. Wir haben auf jeden Fall jetzt im Turm neue Gegenstände, die wir kaufen können. Ihr habt den Ancilio-Hof eine harte Lektion erteilt. Sie werden es sich in Zukunft zweimal überlegen, bevor sie gegen unsere Siedlungen vorgehen. Okay. Erstmal schauen wir, ob sich hier was Neues getan hat. Und da hat sich nichts getan. Das hier ist alles befreit. Da hat sich nichts getan. Und ja, die flüsternden Grüfte müssten wir jetzt erledigen. Mhm. Gut, dann gucken wir jetzt hier mal, was wir denn da haben. Das ist eigentlich, also grün, Rüstungsdurchdringung. Sicher. Hat überhaupt noch jemand blaue Rüstung? Ne. Also eigentlich ist das Quatsch, aber wir können trotzdem mal drüber gucken. Ja. Dann haben wir. Naja, das ist auch. Wirft 3 Schaden auf Nahkampfangreifer zurück. 2 Schaden während des ersten Gefechts nach dem Ausruhen. Das ist aber auch Unsinn. Und hier haben wir Hackens Leich. Das ist doch genau das, was der. Ne, Moment. Das ist ja dieses Ding. Er greift ein weitere Male an. Wenn eine Einheit nach dem Angriff eines Helden unter 10%, das hat er sowieso schon, plus 3 Schaden während eines Duells. Das bringt uns eigentlich nichts. Okay, das heißt, wir werden das hier erstmal zerbröseln. Dann den Rest werden wir, das ist falsch, werden wir in der Schmiede zerbröseln. Was war das? Ja. Okay. In dem müssten wir jetzt in einer Runde das haben, genau. Wir gucken auch noch mal gerade in den Kriegsrat, ob wir hier noch was machen können. Loyalität für alle, das ist nächste Runde wieder bereit. Das mit der Gebäuderüstung, die sind alle auf Cooldown. Okay. Dann Turm des Wissens. Was hätten wir hier? Das sind jetzt neue Gegenstände. Plus 15% Schaden für den nächsten Nahkampfangriff pro gewirkten Zauber nach dem letzten Nahkampfangriff. Naja, plus 25% Schaden für Zauberfähigkeiten. Das ist Prätorianer und Flamina. Was hat denn der sonst? Also plus 1 AP ist natürlich an sich auch schon gut. Plus 25% Schaden für Zauberfähigkeiten. Aber die hat jetzt da auch schon das mit dem Brand drauf. Und das sind nur die beiden, die das nehmen können. Also ich würde das schon kaufen wollen, wenn da jetzt. Die anderen Sachen sind sowieso nicht für den, aber eventuell kriegt er von wem anderen was ab. Also das ist schon okay für den. Das ist zwar nicht wahnsinnig gut, aber es ist okay. Angriffe verursachen 17% Verwundbarkeit für 2 Züge. Schaden beim Angreifen von hinten aus der Deckung gegen Einheiten, die mindestens 6 Felder entfernt sind. Also eigentlich nur für den Wurfheinzel hier.
Aber der hat da sowieso schon was Tolles. Naja, das will ich eigentlich auch nicht missen. Dann haben wir unzerstörbare Rüstung des Wells. Das ist eigentlich nicht so wahnsinnig toll. Dann haben wir hier Tribunus. Felderreichweite für Fernkampffähigkeiten. Okay. Also das ist dann auch für ihn. Angriffe bewirken Verlangsamung für den Rest des Gefechts. Nachdem der Held 3 war, der tötet so viel nicht, das bringt's nicht. Dann haben wir hier diese Fackel, die kann nur sie nehmen. Flammensprint. Teleportiert den Helden auf das Zielfeld und führt angrenzenden Gegnern bei der Ankunft 50% Waffenschaden zu. Unzerstörbare Rüstung für angrenzende Verbündete. Schaden gegen Einheiten mit Brand. Aber das, was die hat, das ist zwar nur blau. Aber das ist super. Das kostet weniger und die hat... Und das kostet keine... Das ist... Ich keine Ahnung, wieso das blau ist. Das ist sowas von gut. Also das machen wir nicht. Dann haben wir das hier. Grundangriffe verursachen plus 25% Schaden, 15% Blutung. Ja, aber... Oder? Mit dem der Held Schaden in Höhe von 200 verursacht hat. Das verursacht er aber ja ratzfatz. Und dann hätten wir direkt 25% Schaden für den Rest des Gefechts. Und 15% Blutung. Und nochmal extra Schaden für alles Mögliche. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Dann tauschen wir das wieder aus. Dann verlieren wir natürlich 2 Aktionspunkte dadurch. Das ist natürlich auch ein Angriff im Endeffekt. Wie lange dauert es denn, bis wir die 200 Schaden zusammen haben? Das können auch schon mehrere Gegner sein, während der, den der hat, natürlich sofort aktiv wird. Ich glaube, das halten wir so, wie es ist. Das ist zwar gut, aber die 200 Schaden, die muss man erstmal ansammeln und bis dahin ist der halbe Kampf vorbei. Wir haben dann noch eine Rüstung für die beispielsweise. Naja, mit Nekrose, das ist eigentlich für den Flamen gedacht. Das macht hier keinen Sinn. Und dann haben wir nach jedem Gefecht, in dem kein Schaden erlitten wurde, wird 3 Rüstungen erhalten. Ultimative Fähigkeit kostet mir Seelen. Nicht so überzeugt. Dann haben wir noch Centurio. Der hier erhält einen Zug lang eine Rüstung für jeden zurückgelegten AP. 2 zusätzliche AP beim Zurücklegen von mindestens 3 AP. Minus 1. Das ist auch nicht toll. Also ja, da ist jetzt nichts Gutes bei, würde ich sagen. Außer dieses Teil, was für den schon brauchbar ist. Also tauschen wir das aus. Und dann wird das hier auch verschrottet. Schmied. Und Bams. So, und der kann jetzt noch seine Waffe verbessern. Jawohl. Dann hätten wir immer noch 400. Dann machen wir... Wir müssen ja die Ressourcen jetzt auch für irgendwas verwenden. Verbessern wir das auch noch. Okay. Der könnte aber immer noch eine bessere Waffe brauchen. Naja, aber das ist auch extrem gut, was der hat. Zum Ende des Gefechts für jeden Kill. Das ist 1. Schaden gegen Ungepanzt. Das trifft halt alles in vielen Fällen ein. Da hätten wir aber jetzt hier auch nichts, was der davon verwenden könnte. Da müsste man halt nochmal gucken bei dem nächsten Mal, beim nächsten Mission, wenn der Händler was bekommt. Das hier mit der Blutung, das bringt's nicht bei dem. Das ist sogar
Moment. Das, achso, das kann er eh nicht nehmen. Okay, ja, da müssen wir beim nächsten Mal schauen, was denn da, ne, nach einer Mission, was denn da Neues dazukommt. Aber das war's dann hier erstmal. Also, wir haben jetzt da eine neue Waffe. Macht jetzt keinen großen Unterschied. Ja, da könnte ich natürlich irgendwann mal anfangen, die ganzen Bücher zu verwenden. Oder ich benutze die jetzt einfach pro Mission einmal auf denen. Weil so viele Missionen werden dann nicht mehr kommen. Einmal Gluck Gluck. So, dann benutzen wir das für die nächste Mission. Und dann wird die nächste Mission eben die flüsternden Grüfte sein in den Fistelwood-Ruinen. Ja, und die muss dann ja hier mit Sicherheit was freischalten, denke ich. Müssen wir mal gucken. Das war's aber für dieses Mal. Dann schauen wir beim nächsten Mal in die flüsternden Grüfte rein, zurück in den Fistelwood-Ruinen. Keine Ahnung, wie oft wir da jetzt schon gewesen sind. Aber ja, ein weiteres Mal dahin. Und ja, neue Folgen gibt es immer samstags und sonntags und zusätzlich jetzt zumeist auch erstmal dienstags, donnerstags, je nachdem wie das auch mit den anderen Spielen hinkommt. Am besten den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.